Herzlich willkommen zu einem Let's Play mit mir. Ich bin Finn und... Und ich bin Nickel. Und wir spielen heute für euch den Holzfäller-Simulator. In der 2013er Version. Das ist hier so ein Bundle Pack von 2010 bis 2013. Und genau, wir checken jetzt mal den 2013er aus. Genau, und hier sind wir auch schon auf dem Start Screen. Und jetzt setzen wir mal das fort, was wir schon für euch vorbereitet haben. Ja, es geht im Holzfäller-Simulator im Prinzip darum, zum Holzmogul aufzusteigen. Man fängt erstmal an mit einer einfachen Kettensäge und muss dann kleine Aufträge annehmen. Hier hat man auch die Übersicht über seine Fahrzeuge. Wir haben jetzt schon mal einen Truck gekauft. Genau. Und den, wenn man hier so einen Truck auswählt oder ein Fahrzeug auswählt, dann landet man eben da, wo er als letztes war. In dem Fall, weil wir ihn ja noch nicht benutzt haben, starten wir jetzt erstmal auf dem Parkplatz. So, Lichter eingeschaltet. Ja, genau. Hier, wo dieses Buch ist, da findet man die Aufgaben, die es zu erfüllen gibt. Und hier haben wir schon eine Aufgabe. Genau, jetzt müssen wir hier 7 Bäume abholen, wenn ich das richtig sehe. Und wenn wir das jetzt annehmen, dann erscheint auf der kleinen Minimap auch schon genau der Baum sozusagen, der uns hinweist, wo wir hinfahren müssen. Und das kleine Location-Based-Icon, was uns anzeigt, wo wir aktuell sind. Also müssen wir jetzt in die Zeit. Genau, und die Karte dreht sich automatisch mit, sodass man immer weiß, dass man immer weiß, wo man hin muss. Ja, wie schon erwähnt, man muss eben möglichst viel Aufträge annehmen sozusagen und sich langsam hocharbeiten. Das ist also ein klassisches Simulatorenspiel und auch für Fans solcher Simulatorenspiele sehr zu empfehlen. Wir fahren jetzt hier mal so ein bisschen querbeet. Ansonsten ist die Steuerung recht einfach gehalten, also im WASD-Modus und auch mit den Pfeiltasten natürlich möglich. Mit der Maus kann man dann zusätzlich noch ein bisschen die Kamera verschieben mit der rechten Maustaste. Ansonsten genau, relativ einfach zu bedienen, wie gesagt. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Fahrzeug aus, was man da auswählen kann. Ja, der Anfang dauert ein bisschen, deswegen haben wir das vorhin auch schon mal ein bisschen angezockt und euch jetzt hier schon mal den Truck zu zeigen, weil bis man sozusagen genügend Geld hat, um das erste Fahrzeug zu kaufen, bis es eigentlich interessant wird und man verschiedene Sachen machen kann, dauert das ein bisschen. In diesem Spiel muss man zu Beginn nämlich relativ viel laufen. Man wird immer von oben nach unten geschickt in den Aufträgen, was am Anfang ein bisschen nervig ist, weil man schon so an die 10 Aufträge braucht, bis man sich das erste Fahrzeug leisten kann. Dann allerdings, so wie wir jetzt mit dem Truck, kann man hier auch ein bisschen so durch die Landschaft fahren und auch Lieferaufträge ausführen. Man sieht jetzt schon, unser Icon nähert sich dem Baum. Also hier irgendwo müsste jetzt die Verladestation sein, wo wir die Sachen abholen können, um sie dann zu transportieren. Sieht man hier schon irgendwas? Ja, da vielleicht bei dem Holzlager da drüben. Ja. Ja, vielleicht fahren wir da mal hin. Also wir sind jetzt mal ein bisschen unkonventionell und benutzen mal nicht die Straße, sondern fahren einfach mal im Wald zwischendurch. Das geht natürlich auch ein bisschen schneller, das ist der Sinn dahinter. Tja. Da. Hast du es gesehen? Da, genau. Der gelbe Pfeil, der ist immer gut. Der zeigt nämlich an, wo man hin muss. Und da ist jetzt schon ein Baum markiert, da sind einige Bäume markiert. Also die markierten Bäume haben immer dieses orange Dings darum. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erst noch ein bisschen sägen. Deswegen nehmen wir jetzt hier unsere Säge. Genau, jetzt sieht man hier unten rechts schon so einen kleinen Kreis. Da muss man eben versuchen, diesen roten Punkt da rein zu bekommen und dann kann man mit der Leertaste anfangen zu sägen. Das übernimmt er dann vollautomatisch. Es sieht jetzt hier, wir müssen das leider in niedriger Auflösung spielen, da sieht das ein bisschen unelegant aus und ein bisschen blutig fast schon. Wenn man das in einer höheren Auflösung spielt, dann sieht das selbstverständlich ein bisschen cooler aus. So, ansonsten macht er das hier ganz professionell. Greenpeace wird uns hassen deswegen, aber ansonsten schneidet er diesen Baum hier, wie es sich gehört, schön im Dreieck, sodass der dann auch in die gewünschte Richtung fällt. Man kann das selber als Spieler übrigens nicht beeinflussen, das übernimmt er komplett automatisch. Und
Genau, jetzt wo er fertig ist, sieht man auch schön aus der Vogelperspektive, wie dieser Baum jetzt fällt. Und was auch ganz toll ist, was ihr gleich sehen werdet, der wird komplett automatisch allein entastet. Also so wünscht man sich das doch. Jetzt wird er hier entastet und zack ist er fertig sozusagen zum Mitnehmen bereit. Dann dauert es auch etwa 20 Sekunden und dann wird das da unten angezeigt, sogar ein bisschen weniger. Also das geht einigermaßen fix und dann steht da auch schon 1 von 7. Also wir müssen jetzt ja 7 Bäume insgesamt fällen. Und dann gehen wir einfach zu den Bäumen ran und wiederholen das Prozedere. Also das Baumfällen an sich nicht so spektakulär, hat man dann nach ein paar Minuten auch den Dreh raus sozusagen, weil auch leider immer die gleiche Animation kommt. Also da hätten wir uns noch ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht, dass da ein bisschen verschiedenere Animationen sozusagen oder zum Vorschein kommen. Oder dass man eben auch selber das sehen kann, nicht, dass das hier alles automatisch funktioniert. So. Das ist jetzt hier Baum 2. Aber wie verlegt man das denn dann? Ja, das müssen wir gleich mal sehen, wie wir das jetzt auf den Truck draufkriegen. Also bisher mussten wir die Bäume nur fällen, sozusagen ohne die zu verladen. Das kommt da jetzt gleich noch dazu. Was außerdem ganz interessant ist, also das ist hier in, wie sich es für eine ordentliche Simulation gehört, in Real Life sozusagen. Also die Minuten laufen da oben mit. Jetzt ist es 19.34 Uhr und die Tagesstimmung verändert sich dementsprechend auch. So, das ist ganz interessant auf jeden Fall. Und ja, das zieht sich jetzt noch ein bisschen in die Länge. Wir versuchen mal, den Baum hier jetzt noch zu fällen. Und danach müssen wir auch schon mal Schluss machen, weil das Video sonst auch ein bisschen lang wird. Aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick sozusagen in das Spiel bekommen. Der Sound hingegen ist auf jeden Fall sehr gut, wie sich das gehört. Genau, der Motor, der Kettensäge, der macht auch ordentlich mit. So, ansonsten Baum fällt. Fällt der Baum jetzt hier noch ein letztes Mal. Ja, wunderbar. Oh, auf unseren LKW. Auf den LKW drauf, der wird zum Glück nicht beschädigt. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen und freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Ciao. Tschüss.